Hey, ich bin Max, Stabsunteroffizier und als Mechatronik-UFZ-Geschützrat seit 2016 bei den Gebirgsversorgern in Bad Reichenhall eingesetzt. Und heute zeige ich euch mal meine Halle. Hier seht ihr einen GTK Boxer, an dem ich gerade arbeite. Aber dazu ziehe ich mich jetzt erstmal um. Ich baue jetzt eins der Federpakete beim Boxer aus. Das ist bei der letzten Übung kaputt gegangen, aber dazu brauche ich beide Hände. Das hebe ich nicht mit der Hand raus, sondern mit dem Kran. So, das alte Teil ist jetzt draußen und das neue kann ich dann später einbauen. Ich habe zuerst eine Lehre als Kfz-Mechatroniker gemacht und habe mich dann entschieden, dass ich mehr Abwechslung in meinem Beruf möchte. Und deswegen bin ich Instandsetzer bei den Gebirgsversorgern geworden. Am liebsten arbeite ich am GTK Boxer, weil es einer der modernsten und größten geschützten Radfahrzeuge der Bundeswehr ist. Im Auslandseinsatz war ich eingesetzt als Instandsetzer und GSI-Kraftfahrer. Der Tagesdienst war da ungefähr dasselbe wie hier, dass wir jeden Tag an den Fahrzeugen geschraubt haben und die Einsatzbereitschaft der Truppe hochgehalten haben. Als Gebirgsversorger sind wir natürlich auch im Gebirge ausgebildet, wie Klettern, Berggehen und Skifahren. Als Handwerkszeug sollte man mitbringen Improvisationstalent, Teamgeist und definitiv Interesse am Technischen. Ich hoffe, ich habe euch neugierig gemacht. Für mehr Infos klickt euch durch die Jobprofile auf der Karriereseite. Wir sehen uns!